Zombie Apocalypse. Einmal kurz rüber, bitte. So, herzlich willkommen zur Donnerstagsfolge zu dem Event Satisfactory The Race. Zusammen mit dem Bioschmied, mit dem Henne, mit dem Xandria, aka Silversurfer, meiner Wenigkeit. Ja, wir schauen mal, was unser Event-Team hier vorbereitet hat. Es sieht schon mal spannend aus. Ich würde sagen, ich überlasse das Wort mal dem Alex. Dankeschön. Wir haben uns hier in der Wüste versammelt, weil wir auf der Suche, weil ihr alle jetzt Szenenwechsel, ihr seid alle jetzt Archäologen im Training. Ja. Cool. Und ihr müsst mir jetzt als Aufgabe in eures Trainings, habt ihr jetzt im Prinzip eure Abschlussprüfung und ihr müsst durch das Labyrinth von Pharao Tutti Frutti, was wir hinter mir aufgebaut haben, hindurch und mir das heilige Artefakt von ihm besorgen. Die Mandarine oder was? Nein, es ist dieses S. Ich weiß gar nicht, wie die heißen nochmal. Diese Summersloop. Ja, genau, diese Summersloops. Ja. Jeder von ihr Team kriegt ein Labyrinth, die sind identisch. Also keine Vorteile für irgendjemanden. In den Labyrinthen gibt es einen Turm, da müsst ihr hoch und dann durch die Hypertube. Dann gibt es ein Loch, in das ihr rein müsst. Da sitzt Martin auf dem Eingang und dort unten ist das dann versteckt. Und ja. Was sitzt auf dem Eingang? Martin, also ein AFK-Charakter. Okay. Ja. Und welchen Eingang, wo müssen wir jetzt hin? Weil jeder hat gerade gesagt, jeder hat ein eigenes Labyrinth. Ja, also ich habe, die haben mir links und rechts eine Box gebaut für euch jeweils. Das ist beides das gleiche. Ein Team geht rechts, ein Team geht links rein. Okay. Und ja, wenn zuerst da ist, hat Johann. Wir gehen links. Ja, wir gehen jetzt bitte beide erstmal zu den Eingängen jeweils, jedes ja, Team. Ja, okay, das, ja. Dann starten wir gleichzeitig. Starten wir unten an der Rampe, oder? Ihr könnt ruhig zur Tür hochgehen, an die Tür ran. Okay. Brauchen wir irgendwas dafür, oder können wir da so durch? Nein. Weil ich habe nur noch drei Balken, weißt du? Es sollte eigentlich keinen Schaden bekommen von irgendwas. Nicht so weit, was da. Ey, in der Tür. Gut, Moment. Ey, warum? Wir gehen. Ah, ne, wir bleiben mal an Channel. Ja, wir ja, ja. Das ist lustiger. So wie das mal auch. Aber so können wir uns boosten. Ja, alle also sind bereit. Einen Moment. Die Leitung muss noch aus ihren Aussichtspunkt hoch. Abgerissen darf nichts werden. Im Prinzip einfach nur durchrennen. Wenn es zu dunkel wird, Taschenlampe einfach benutzen. Aber das sollte eigentlich den ganzen Tag. Sollte eigentlich reichen von der Zeit her. Ja, dann. 3, 2, 1, los! Los! Oh, hier ist Sackgasse, ey. Warte mal. Oh! Hände auf deiner Seite. Wo warst du denn jetzt? Dann gehe ich hier lang. Ganz links. Das ist eine Scheibe. Scheiße. Wo soll der Tabaslob dann hin? Wir haben schon eine Hand wahrscheinlich. Sowas nicht gut. Da war ich doch schon. Hä? Du hast gesagt, da ist irgendwo ein Loch, oder was? Nee, das ist ein Turm. Die müsste zu dem Turm kommen. Ja, du siehst drauf. Wer ist drauf? Du hattest es gerade im Stream, hattest du es gerade angeguckt. Ach so. Also im Prinzip auf dem anderen Ende des Labyrinths. Ende, wo bist du?
Im Turm. Ja, ehrlich? Ja. Ja, perfekt. Müssen wir da beide hin, oder was? Nö, braucht eigentlich nur einer hochzukommen. Ja, genau. Ihr müsst ihm ja nur das Ding bringen. Wie, wir müssen dir was bringen? Ja, das Teil, was da in der Höhle versteckt ist. Das. Ach so. S von Tutti Futti. Ach so, das müssen wir dir bringen. Na gut, ich weiß schon mal, wo der Turm ist. Weiter. Hast du schon, oder was? Ich war oben, ja, aber wir brauchen ja das Teil noch. Achso, nein, jetzt... komm, ja, das ist doof. Hoch, ihr müsst hoch, die runter. Ich hasse Treppenhäuser. Wie jetzt? Ja, ja, ihr müsst hoch und ich die halte. Wieso hört die nicht richtig zu, wenn ich sage... Nee, du erklärst das nicht richtig, ich hab doch gesagt, ich bin schon oben. Ja, ich hab gesagt, ihr müsst, am Anfang habe ich gesagt, ihr müsst da den Turm hoch am Ende und dann müsst ihr die Hypertief runter und dann müsst ihr das Tunnel rein und dann. Ja, das sind da hat er ganz am Anfang gesagt, da hat er recht. Ja, hab ich nicht gehört. Ging an mir vorbei. Wo ist denn Henne jetzt? Ich hab dich verloren. Da hinten. Bist du hier rausgekommen, Silver, aus dem dritten Haus? Ja, wie, wer war das? Ich hab den Summer Slope. Das ist super. Oh, super. Ja, mir wäre ja von einer halben Stunde schon gewesen. Ja, da unten drin ist er. Ich habe das jetzt gefunden beim Bauen, ich fand's so geil. Ja, super, Alter. So, und wo muss ich das Ding dann hinbringen? Mir, einfach mir. Also, ja, du musst es einfach nur einsammeln, mehr oder weniger. Ja, ich hab's. Yay, wow. Ich hab gewonnen. Super. Yeeha! Ja. So, aber ich will trotzdem auch noch mal auf den Turm kommen. Hier, Alex, ich leg's hier hin. Dankeschön. Das ist aber echt mal eine schicke Höhle, gell? Ja, ich hab das Geräusch gehört, ich so, ah, da können sie sich dran orientieren. Und dann habe ich die Höhle gefunden, ich so, ah, das ist ein geniales Ziel. Die ist cool, ja? War nicht, weil du nur... Kann aber keinen Wasserextraktor reinbauen. Na, wer weiß, aber weil du nur rutschend reinkommst halt. Oh, das ist echt tricky. Aber was ich herausgefunden habe, was du hier reinbauen kannst, ist das hier. Ein Swimmingpool. Also habt ihr jetzt gewonnen, oder was? Yep. Ja, was denn, Alter? Ich stand doch schon ganz oben. Alter. Ja, los, zofft euch! Los! Ja, voll schlecht erklärt gewesen. Schlägerei und sowas. Schon längst durch gewesen. Schon dreimal, ey. Das ist aber bauaufwand technisch echt heftig gewesen, wa? Alter Falter, ey. Wir haben halt einmal eins gebaut und dann das andere. Und dann haben wir es einfach nur im Prinzip kopiert. Ja, warte mal, ich kann mir ja... Kann ich mir einen Jetpack geben? Moment. Dann kannst du nicht so einfach. Ausrüstungswerkstatt geht bauen, ne? Moment. Gibt's ja auch einen Rückweg? Nö. ja, im Prinzip ist es ja geschafft hat. Deswegen hatten wir jetzt nicht hier einen fancy Rückweg erwartet. Gebaut, deswegen, ja. Ja, klar. Wir hatten ursprünglich mal Blade Runners reingetan, aber dann hat mein Bruder das getestet, weil er so nett war. Und dann hat er so eine Minute gebraucht zum Durchrennen, nachdem er die Blade Runners fast sofort gefunden hatte. Hast du einen Jetpack, Alex? Ja. Magst du mir das noch geben, bitte? Ich muss auch nochmal einen Screenshot machen, ne? Achso, und Treibstoff, bitte. Du hast unendlich. Ja, ja, warte, man muss das natürlich auch ausrüsten, dann logisch. Das ist nicht mit dem Fallschirm, ne? Ich glaube ja, du hast. Ja, du wurdest geedit, ja.
Ach, ich bin tot. Ich wollte bloß ein Screenshot machen. Warte mal, ich würde auch ganz gern nochmal einmal nach oben gehen, weil ich einen Screenshot fürs Thumbnail machen möchte. Ja, okay, ihr könnt die auch einfach hier deswegen machen, ne? Ihr macht ja verschieden publiziert. Wo bin ich jetzt gestorben? Auf der anderen Seite, was? Ja. Yeah. Die sind aber identisch, die Labyrinthe, ne? Ja. Ist nur also, wenn wir nicht irgendwas übersehen haben, eigentlich sollten sie eigentlich identisch sein. Boah, ich versuche mal rumzulaufen. Oder weißt du was, du gibst mir einfach dein Screenshot-Bio. Kann ich auch machen, das ja. Das ist ja ganz schön groß, das Ding, wa? Ah, jetzt bin ich hier oben, ja, perfekt. Industrieleitern sind cool. Kannst du mal zwei Schritte zurück machen? Bau halt nicht, ja! Irgendwie will er die nicht bauen, jetzt, ne? Im Sturz wieder zur Leiter Nee, das hab's auch gerade eben. Hä? Das hab's auch gerade eben gemacht. Jetzt! Du hast nicht genug Ressourcen dabei. Du spawnst aus deiner Hosentasche, deswegen ist das nicht das Problem. Aber lässt mich gerade einfach nicht bauen, jetzt lädst. Wo war denn das, Mann? Ah, hier. Perfekt. Baby Picture. Also die Leiter steht hier, man kann hier einfach hier genau hochkommen. Zum Beispiel auch mit den Hindernissen, die wir nicht reingebaut hat, die hat mein Bruder mich darauf hingewiesen, dass das nicht ganz so langweilig ist. Mhm. Also Kompliment an euch, habt ihr wieder richtig cool gemacht. Also Bauaufwand ja, ist echt heftig, muss ich gleich sagen. Die Idee kam von Martin. Und vom Controller Fire. Ja, Martin, vielen Dank, ne? Wie immer. Applaus dafür, also. So, jetzt, Alter. Für so Treppenhäuser passt in die Mitte eine Säule rein. Ja. Von den Dings. Dann fällt man da nicht runter, deswegen hat sich ja Treppen. Ja, wir wollten es ja nicht so einfach machen. Hat doch geklappt, ja. Ich bin auch direkt zweimal runtergefallen. Ja, also, genau das wird es passieren. Darum baue ich keine Treppenhäuser. Wenn ich irgendwelche Aufstiege mache, baue ich das mit den Gehwegen. Das Treppenhaus. Mit den Geländern. Coole Dings bauen fürs Screenshot hier. Wobei, vielleicht mache ich einen Screen mit dem Fly-Mod, dass man das ganze Gebilde sieht. Und dann bestimmt auch sehr geil. Weil das ist ja echt richtige Arbeit gewesen. Ne? Habt ihr. Ah, da ist auch eine Leiter hoch, ne? In der Mitte. Das, hast du die wieder weg? Nee, die ist da. Nee, ist noch da. Dann kann ich nämlich von oben mal machen, das ist besser. Ja, wenn ihr das selber ausprobieren wollt, ne? Die Map steht natürlich ab Donnerstag, wenn die Folge online geht, also Donnerstag 16 Uhr, zum Download zur Verfügung. Auf sf-race.ga. Da könnt ihr auch gerne letzte nochmal ausprobieren, die war auch sehr geil mit dem Paragliding. Dynastio, nee, du hast ja teilgenommen, du stehst auch auf der Liste. Also deine Chancen erhöhen sich nicht, wenn du jetzt nochmal teilnimmst. Du kannst gerne teilnehmen. Bin sicher. Aber, ach so, ja, doch. Aber es würde ja nichts bringen, wenn du jetzt nochmal gewählt werden würdest. Ja, kommt ja zweimal auf das Rad. Meinst du? Die Chancen erhöhen sich.
Zweimal gewonnen, zwei Chancen, ne? Das ist ganz cool, denke ich. Was können denn eigentlich diese Außenplattformen hier? Das ist mal nur zum Bauen oder wofür habt ihr die? Welche meinst du? Da, wo man die Startrampen, wo man reingeht. Nee, das ist nur zum, damit ich hochkomme eigentlich. Achso, ne, weil ihr die auch symmetrisch gebaut habt. Deswegen hab ich das gerade. Ich dachte, die könnten auch noch mal was. Ne, das haben wir einfach nur, damit es nicht ganz bescheuert aussieht, symmetrisch gemacht. Hieronymo! Au! Ja, wunderbar. Hey, Fromm? Ja, perfekt. Real Life ruft mich. Ja. Und Hundchen steht parat und will seine Abendrunde. Ja. Ich klinke mich erstmal aus. Genau, das ist sowieso ein gutes Stichwort. Wir sind mit der YouTube-Folge auch am Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo da, schreibt einen Kommentar, was auch immer. Auch gerne immer beim Videospiel mit reingucken. Link unten in der Beschreibung. Und für YouTube sind wir erstmal raus. Ciao, ciao. Tschüss.